So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Three Kingdoms Total War mit Cixi. Noch lebt er, noch. Noch lebt er. Gut. Jetzt habe ich hier vergessen anzugreifen. Aber es ist, glaube ich, nicht so schlimm. Nee, das ist nicht so schlimm. Das kann ich delegieren. Wurde eingenommen. So, jetzt sind wir hier wieder ein bisschen abgespalten. Gong Song San hat sich mit Yuan Shao einem Krieg angeschlossen. King Shamok. So, wir haben seit langer Zeit wieder eine Siedlung verloren. So, wir haben eine Großstadt errichtet. Und die baue ich jetzt im Anschluss direkt auf. 6500. Das hat hier, glaube ich, wirklich die höchste Priorität. Dauert auch nicht lange. In 4 Runden ist die fertig. Und die muss ich jetzt wieder befreien von den Steuern. Oder was wäre denn, wenn ich die Steuern allgemein reduzieren würde? Das können wir machen. Wir können einfach die Steuern reduzieren. Das macht sich tatsächlich am besten bemerkbar hier aktuell. Nahrung passt auch noch alles. Ja, wir befreien einfach die Steuern. Beziehungsweise wir reduzieren die Steuern. Also, dass das so gut funktioniert. Ich dachte, wir würden jetzt riesigen Verlust machen, aber nee. Wir haben ja auch sehr viele Handelseinnahmen. Einen Großteil bekommen wir durch Diplomatie. Ja, dann müssen wir nur dran denken, dass wir irgendwann wieder die Steuern erhöhen dann. So, die Rebellion hat sich damit aber jetzt erstmal erledigt, ne? Minus 1, weil 95 zufrieden hat. Das heißt, in 5 Runden haben wir eine Rebellion. So, wie machen wir jetzt hier weiter? Klima, Gelände, Fraktionsunterstützung. Ja, es wird jetzt hier ein bisschen beschwerlicher. Bevor uns nachher diese Armeen in die Zange nehmen, würde ich sagen, wir werden diese Runde auf alle Fälle dran denken, dass wir diese Schlacht spielen. Und dann machen wir uns auf Richtung Jilang. Dass wir hier weiterhin verteidigen können. Tja. 5000 Gold. Bauen wir erstmal hier die Großstadt. Kostet 3.100 aufgrund des guten Verwalters. Und wir haben eine neue Truhe, die wir uns holen können. Holen wir uns mal auf Vorrat so eine industrielle Truhe. Ich hoffe mal, dass diese Truhen auch wirklich auf Vorrat bleiben, ne? Willkommen. Aber solange wir die nicht einsetzen, müssten die ja einfach nur hier rumliegen. Genau. Solange ich die nicht einsetze, verschimmeln die halt einfach. So, was machen wir jetzt? Selbst hier verlieren wir die Zustände. Das ist doch wirklich schwierig aktuell. Marschieren! Falle wird gestellt. So, hier gehen wir zurück in die Stadt. Selbst da müssten auf alle Fälle welche dazugekommen. Ja. Ui, wir bekommen sogar richtig viel. In Garnison 10. Das funktioniert gut. Ausgangsstellung! Schlag das Lager auf. Lehnt Korruption ab und übersteht das Elend. Ja, aber Militärvorräte sind aktuell wirklich unser größtes Problem. Muss man einfach mal so feststellen. Gut. Ja, zieht sich zurück. China. Ich weiß, dass ich mich ziemlich angreifbar mache in dem Ach nee, ich will eigentlich nicht in den Eilmarsch gehen. Macht euch bereit!
Aber ich will auch rechtzeitig hier bei der Siedlung wieder stehen und die verteidigen, ne? Wälder verkörpern Adel und ja, Macht. Zurück. So. Und wir haben in einer Runde die nächste Reform. Ja, was nehmen wir denn als nächstes? Wir könnten nochmal plus 50% Nahrung aus Fischerei nutzen, aber... Ja, ich glaube, das ist erstmal jetzt... Ich glaube, das reicht jetzt erstmal in dem Umfeld. Wir können eine weitere Verwalterposition freischalten. Charaktergehalt können wir auch reduzieren. Wir zahlen Gehalt 3700. 10% wären 370 Goldstücke. Industrie haben wir aktuell nicht so wirklich viel. Das lohnt sich also nicht. Hier brauchen wir auch ein spezielles Gebäude. Da werden wir nochmal plus 4 Militärvorräte freischalten. Eigentlich müssten wir uns mal irgendwann eine neue Stadt suchen, wo wir einfach nur Gebäude bauen, um die Reform freizuschalten und dann die Gebäude wieder abreißen. Weil es gibt Gebäude, die baue ich grundsätzlich ungern. Zum Beispiel diese Kornspeicher. Ich halte davon nichts, von den Gebäuden. Nee. Wir können auch eine weitere Verwalterposition freischalten. In der Position bekommen wir auch immer noch zwei Herrlichkeit. So können wir hier das Ganze ein bisschen beschleunigen. Da mir sonst erstmal nichts einfällt, können wir das gerne machen. Die haben Frieden geschlossen untereinander. Hilfe eines Helden. Ihr habt einen Bericht über einen eurer Generäle gelesen, der sich ganz allein gegen 6 Feinde durchsetzen konnte. Aufgrund des Mutes, der Schnelligkeit und der Loyalität seines Pferdes. Helden haben stets jemanden oder etwas, das ihnen beim Erreichen ihres gerechten Ziels hilft. Das kann ein teurer Anhänger, ein zuverlässiges Ross, ein Buch voller Weisheit oder eine Waffe mit einzigartigen Eigenschaften sein. Sie alle erfüllen dieselbe Funktion. Und auch ihr verfügt nun über so jemanden oder etwas, sei es durch Schicksal oder durch euren eigenen Willen und eure Taten. Die wahre Prüfung besteht darin, herauszufinden, wie ihr das, was euch gegeben wurde, am besten nutzen könnt, um euer Ziel zu erreichen. So, wir haben die Chance, Unterstützung zu erhalten. So, Werkzeugverteilung gebaut, Großstadt wurde errichtet, Lager für Lohnarbeiter. So, dann bauen wir das gleich mal auf. Verschleiß. Wir haben eine Tonaxt bekommen und eine Eisenschlange. Tatkräftig für Shi Kuang. Ja, wenn wir uns erstmal in der Siedlung aufhalten, können wir natürlich sehr schnell die Vorräte sammeln. Seid bereit zum Aufbruch. Da steht eine 21er Armee in der Garnison. Sonst würde ich es halt mal wagen, dass wir uns dort in die Garnison flüchten. Da haben wir auch eine gute Garnison. So, ich hole die jetzt erstmal wieder zurück. Und die schicke ich unscheinbar. Wir haben 100% Hinterhaltswahrscheinlichkeit. Dann schicke ich die Armee jetzt unscheinbar nach Norden. Zur Erneuerung der Ordnung. Auf der Lauer. Ja, ich weiß, wir haben Verschleiß. Aber hier haben wir unsere Vorräte wieder aufgefüllt. So, der Fraktionsrat ist wieder aktiv.
Na, wir nehmen wieder die 200 Einkommen aus Handel. 4500, jetzt haben wir 5900. Sehr schön. 1400 Goldstücke mehr. Dann haben wir eine Reform. Und hier werde ich jetzt wirklich die weitere Verwalterposition freischalten. Eunuchensekretäre. Eunuchensekretäre kümmern sich mit beängstigender Effizienz und besorgniserregender Verschwiegenheit um die Behörden. So. Und wir haben ja noch diesen Shi Kuang für die Verwalterposition. Der kommt da jetzt rein. So, und wir setzen ihn in Jiaozi ein. Und, ja. Gibt es noch Möglichkeiten, vielleicht dort die öffentliche Ordnung zu erhöhen? Irgendwas für den Verwalter? Haben wir hier irgendwas? Sieht nicht so aus, ne. Gibt es etwas, was ihn besser macht als Verwalter? Einkommen aus Handel. Eine Option. Chance auf Hinterhalt, Rüstung. Okay, er bekommt jetzt hier Ordner des Zhangli-Palasts. ...6500. Des Amtes entheben. Kann ich sie in derselben Runde entheben und wieder neu einsetzen? Ich würde sie ja einfach gern in eine andere Region schicken. Jetzt. Kostet 6500 das Gebäude. Aber das müssen wir upgraden. Na, verbessern wir erstmal den Handel vor Ort. Handelshafen. Wo ist ein Handelshafen? Ja, und den Rest nehmen wir erstmal mit. Für das Volk! Hier stehen wir jetzt aktuell ein bisschen still. Das hat aber auch ein bisschen mit der Geografie zu tun. Hier sind undurchdringliche Wälder, Flüsse und Felsvorsprünge, die mir so ein bisschen diesen Vormarsch hier erschweren. Nee. Oh, Hinterhalt erfolgreich. Das war nicht mein Ziel. Das war nun wirklich nicht mein Ziel. Der wird mich verfolgen, oder? Oder? Nee, er hat mich nicht verfolgt. Sehr schön. Ach, nochmal Glück gehabt. Ich wollte... Eigentlich wollte ich nach Jilang jetzt in Marschmodus. Oder komm ich, jetzt komme ich nicht mehr vorbei. Liu Bei hat sich mit Yuan Shao einem Krieg angeschlossen. Dongtuna wurde konföderiert von König Meng Huo. Ja, großartig. Können wir eigentlich auch konföderieren? Ich glaube, wir können das gar nicht. Dienst dem Volk!
Die Sonnenstrahlen stärken scheiternden Glauben. Ich hätte den Hinterhalt einfach hier am Rand machen sollen, anstatt auf dem offenen Feld. Ach komm, schicken wir jetzt. Wir schicken ihn runter. Dann tauschen wir einfach die Armee und dann soll er sich hier auffrischen und dann geht's mit der Armee nach Norden. China ist das Volk, nicht seine tyrannischen Kriege. Wenn der Marschmodus jetzt weiterrennt, erwische ich ihn. Rührt euch! Die Heimat erfreut das Herz. So, dann zieht sie auch weiter. Zu den Waffen! Wehrt das Chaos des Umbruchs ab! Marschiert als Einheit, um eine zu sein! So, sehr schön. Charakterentwicklungen. Eigenschaften vertrauensvoll. Minus 10 Kosten für Geheimnetzwerk. Feindlicher Spione. Das ist ja eher ein negativer Effekt. Minus 10 Kosten für Geheimnetzwerk. Feindlicher Spion, das ist schlecht. Schlechte Eigenschaft. So, es wird Zeit, Hepu weiter aufzubauen. 6500. Das ist ein Vermögen. Und die Poststation baue ich auch noch. Und wir können jetzt eine neue Truhe holen. Ich hole meine Kommandantentruhe auf Vorrat. Wir legen uns gerade ordentlich Truhen zurecht hier, ne? Ja, schon 4 Truhen haben wir uns bereitgelegt. Alle paar Runden. Extrahieren will ich den nicht. Der ist mittlerweile sogar in der Verwaltung. Nee, immer noch als General angestellt. So, jetzt haben wir so viele Aktionen ausgeführt. Also der Handel ist auf unbefristete Zeit verstärkt. 66 Runden. So. Weiter geht's. Vielleicht rennt er in den Hinterhalt. Also die Reichweite von diesem General hier, König Dursi ist es, glaube ich, die ging ja bis zur nächsten Komturei. Ablehnen. Yao Yao Xiaochou, He Zu Wei Dao. Ja, oder? Er rennt aber nicht in den Hinterhalt rein. Lust steigt immer höher. Cao Cao hat Kong Shu zum Vasallen gemacht. Vernichtet Shamok. Sima Yi, ein bekannter Einsiedler, hat sein abgeschiedenes Dasein aufgegeben, um einem Kriegsherrn seine Talente anzubieten. Ein Kriegsherr, der offensichtlich über erstaunliche Mächte der Überzeugung verfügt. Ah, San Tse war das. Shamok ist weg. Lager für Landwirtschaftsbedarf gebaut und kommunale Werkstätten. Die ich jetzt aufbaue hier zum Büro des Währungskontrolleurs. Tonaxt haben wir erhalten. Kommen wir jetzt jede Runde was, oder wie? Rührt euch! So, wir müssen jetzt erstmal die Vorräte auffüllen. Vorsicht! Hemmt das Verlangen des Herzens. Alter. Auch wieder 3 Elefanten dabei. Haltet durch! Überall breitet sich Ordnung aus. Aber der schafft's nicht ganz bis zu der Stadt, oder? Ein erfreuliches Zeichen. Der schafft's wirklich nicht ganz. Und wenn das. Ja, komm, das sollten wir aber gewinnen. Das sollten wir definitiv gewinnen. Auf dem Markt! So. Der Eroberer kehrt zurück! Nun warten wir. Für den Hinterhalt brauche ich nicht. Ich gehe einfach ins Lager. Wenn ich nämlich in den Hinterhalt gehe, erwische ich ihn. Wir können einfach hinter der
Stadt. Wir bleiben einfach hinter der Stadt stehen. So, Punkt. So. Ausgangsstellung. Und dann gehe ich hier an die Grenze. Rücken vor. Ah, Mist. Ah, ich habe mir das schon gedacht, dass da ein Hinterhalt steht. Okay, dann müssen wir uns dem Hinterhalt stellen. 2600 Mann gegen 2400. Oh, ich habe schon damit gerechnet. Ich habe ja zuletzt noch gesehen, wie er hier Richtung Süden gezogen ist. Ach, Mist. Na, die Armee ist voll. Drei. Schleuderer. Mit zweimal Elefanten. Na gut, wir geben unser Bestes, ne? Plänkelmodus, ich krieg die Krise. Und ich möchte auch keine Duelle aktivieren. Das muss ich alles immer vorher aktivieren. Es ist soweit. Wappnet euch. So. Bereit euch, Bewegung. Schnell ausrücken. Geschosse abschießen. Bewegung. So, wie sieht's aus? Nicht so gut. Achtung. Hier geht's in den Rücken. Angreifen. Lauf. Lasst euren Zorn aus. Seid überall und nirgendwo. Seht, wie sie rennen! Feige. Sehr gut, wir haben jetzt gewonnen gegen die Elefanten. Das ging nicht zügig. Nachlassen. Schlag zu! Bereit machen! Bewegung! Achtung, Krieger! Wappnet euch! Bereit! Angriff! Die Krieger antreten! Es ist soweit! Haltet euch bereit! Achtung! Armbrüste! Okay. Feige Hunde! Immer ein Tempo! Zurück. Sehr gut. Aufpassen! Bereit euch! Bewegung! Antreten! Kämpf! Bereit machen! Bereit machen! Ah, das wird schwierig. Ich denke nicht, dass wir da eine Chance haben. Zeigt keine Gnade! Armbrust schützen! Wappnet euch! Geschosse! Feuer! Lasst den Tod! Na, da kommen Elefanten zurück. Nee. Unsere Männer fliehen! Das sieht überhaupt nicht gut aus. Haltet euch bereit! Das sieht überhaupt nicht gut. In den Kampf! Haltet euch bereit! Los, los, los! Vernichtet sie! Achtung! Bereit machen! Zurück zum Hauptgefecht. Antreten! Abschuss! Bereit euch! Bereit! Zeigt keine Gnade! Euer Tod wird mir Freude bringen! Ihr schmälert euch mit euren Worten! Seid überall und nirgendwo! Auf ihre Beine! Bereit machen! Es ist soweit! Achtung, Krieger! Nee. Der Hinterhalt war natürlich das wird bald auf vorbei ganzer Linie sein. Erfolgreich. Oh, entschuldigt. Habt ihr etwas gesagt? Ah, der ist tot. Unsere Männer sind oder zumindest verwundet. Verwundet oder tot, wir werden sehen. Oder am Ende noch gefangen genommen. Wir versuchen jetzt zumindest die Helden noch in Sicherheit zu bringen.
So, der ist drin. Weg da. Los, komm. Unsere Männer fliehen! Hä, wieso kommt denn der in den Bereich rein? Ich dachte, wenn ich hier nicht da drin stehe, dann war es das automatisch. Knapp eine Niederlage. Na, wer es glaubt. Wenn ich richtig Pech habe, wird er jetzt meinen Fraktionsanführer massakrieren. Oh oh. Wahre Helden kämpfen nach einer Niederlage weiter. Verbleiben 1500, ich habe 1000 Mann. Zurücktreten! Zerstört Korruption! Okay. Oh je, jetzt bin ich in einer richtig bösen Situation. Na gut, die hat noch Reichweite. Vielleicht kann ich ihn ja jetzt hier nach Norden locken. Wir müssen es probieren. Wir machen natürlich jetzt im Norden auf uns aufmerksam. Macht euch bereit! Er schafft sogar noch in die Siedlung. Okay, das rettet uns wahrscheinlich jetzt wirklich den Hals. Das rettet uns den Hals. Weil das sind zwei verschiedene Fraktionen. Wie gesagt, die Kaif, die ist ziemlich gut, aber sie arbeitet nicht zusammen. König Duozi und König Menghu. Wenn er hier zwei Armeen sieht, dann wird er sich wahrscheinlich dann denken, oh je. Das wird er nämlich nicht mitmachen. Wenn ich aber die Fraktion jetzt hier in den Marsch bewege und die schafft's. Ah, er schafft, nee, sie, jetzt steht er im Weg. Er steht, glaube ich, im Weg. So, jetzt. China ist das Volk. Dann schafft die Armee es genau in die Stadt. Und jetzt unterstützen die sich alle gegenseitig. Kann ich hier sogar noch in den Hinterhalt gehen? Obwohl, nee. Ich will ja hier Abschreckung leisten. Das Ziel ist tatsächlich jetzt, dass er nicht angreift. Genau, und sie soll einfach im Norden ablenken. Natürlich blöd, wenn es jetzt hier eine Runde verloren geht, in der wir nicht regenerieren können, aber so ist es nun mal jetzt. Das ist jetzt leider nicht zu ändern. Weiter geht's. Mal gucken, ob das funktioniert mit der Ablenkung. Shang-Xi erklärt mir den Krieg. Okay, das ist... Das ist krass. Okay, der hat mir eiskalt den Krieg erklärt. Okay. Ich werde mich wieder unter die Vor... Ich habe mich wieder jetzt unter einen Vasallen stellen lassen müssen. So, das gewinnen wir. Ist zwar ein Pyrosieg, aber wir gewinnen das Ganze. Sie haben genug. Shang-Xi erklärt mir den Krieg. Oh je, und das am Ende so einer schönen Folge. Oh, oh, oh. Okay, ich werde mich jetzt entweder unter die Vasallenschaft von Shang-Xi selber stellen oder unter die einer anderen Fraktion. Okay, und das müssen wir spielen. Das müssen wir spielen. 1000 Mann gegen 1500. Eieiei. Das wird schwierig. Das wird äußerst schwierig. Okay, wenn wir die Schlacht gewinnen, dann haben wir schon mal viel gekonnt. Ui. Okay. Das ist natürlich alles überhaupt nicht nach Plan, so wie ich mir das vorgestellt habe, weil das Problem ist, wenn ich Vasall werde von, sagen wir mal jetzt Yuan Shao, der hat uns das ja auch freundlich angeboten. Oder Liu Bei, das können wir uns dann aussuchen. Dann haben wir nachher auch wieder Frieden mit König Duozi und diesem anderen König da. Das Problem daher ist dann, dass wir ja mit denen auch wieder Frieden haben. Ich kann dann halt keinen Krieg mehr führen. Oder ich muss dem halt wieder neu den Krieg erklären. Also entweder haben wir dann eine Friedensepoche, Shang-Xi greift uns direkt wieder an. Also wir sind jetzt in einer ganz, ganz, ganz unglücklichen Situation. Na gut, die Folge, also die Schlacht verschiebe ich in die nächste Folge.
Wir haben ja bisher vieles gewonnen, wo wir auch haushoch unterlegen waren. Ich gebe mein Bestes und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.